Ja, wir sind jetzt hier im Backstage-Bereich, unmittelbar vor der Abschlussveranstaltung. Und wenn Sie nach persönlicher Gesamteinschätzung fragen, ich hoffe, dass das gleich auch noch eine schöne Abschlussveranstaltung wird, aber ich bin sehr zufrieden. Wir haben wunderbare Veranstaltungspartner gehabt. Wir hatten eine sehr interessante Location hier in Berlin. Es ist selten, dass dieser große Kongress mit inzwischen ja über 3000 Teilnehmenden unter ein Dach quasi passt und auch noch ein Hotel direkt mit da verbunden ist und so viele Menschen im gleichen Haus arbeiten und leben während des Kongresses. Das ist so ein wichtiger Punkt. Und natürlich ist es eine Besonderheit, wenn man in Berlin ist, in der Bundeshauptstadt, der einzigen Metropole, die wir in Deutschland haben, ist ein Unterschied, hier zu sein mit all den unzähligen Initiativen und Projekten in dieser großen Stadt im Vergleich zu einer kleinen Stadt, vielleicht eher auf dem Lande. Deshalb habe ich mich nochmal sehr bestätigt gefühlt, dass es richtig ist, dass wir mit dem Kongress durch die Bundesrepublik Deutschland wandern und uns nicht fix an einen Ort binden, wie manche Messe das tut oder manche andere Großkongresse. Ja, was soll man sagen, als vorläufige Bilanz? Wir haben einen neuen Besucherrekord erreicht. Wir waren sehr glücklich, dass so viele Praktiker und so viele Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen wieder da waren. Die Spannbreite geht eben von Sozialarbeiter über die Lehrerin, viele Polizeibeamte waren wie immer da, hin zu der uns so wichtigen kommunalen Kriminalprävention. Wir haben das erste Mal über Demokratie und Demokratieförderung unseren Schwerpunkt befasst. Das hat bei dem einen oder der anderen schon die Frage hochkommen lassen, was hat das denn mit Kriminalprävention zu tun oder überhaupt mit Prävention? Nun, wir haben an vielen Stellen gemerkt und merken das ja auch täglich bei den Nachrichtensendungen und den Nachrichten, die über die Ticker laufen. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Und wenn denn Prävention meint, dass wir Dinge, die wir nicht wollen, durch gezielte Maßnahmen verhindern wollen, dann heißt das im Umkehrschluss aber auch Dinge, die wir wollen. Und wir wollen Demokratie, wir wollen die Auseinandersetzung, wir wollen die Vielfalt, wir wollen das Streiten im politischen und gesellschaftlichen Raum um die richtige politische Orientierung. Dann müssen wir da auch präventiv ansetzen. Und das ist ja ganz spannend gewesen, das auch mit drei unterschiedlichen Strängen, drei unterschiedlichen Foren, die wir in diesem Kongress hatten, abzubilden. Dieses Mal war uns ganz wichtig, wir hatten ein Forum, das hieß Demokratie Leben, hatte den gleichen Namen wie das Bundesprogramm Demokratie Leben, das das Bundesfamilienministerium seit vielen Jahren betreut. Und unsere Schirmherrin, Frau Bundesministerin Giffey, hat hier auch nochmal sehr deutlich gemacht, wie wichtig ihr das ist, dass solche bundesweiten Programme nicht Eintagsfliegen sind, nicht punktuelle, zeitlich befristete Förderungen, sondern dass man, ja, sie nannte es Entfristung, dass man das langfristige Denken auch gerade bei diesen Programmen in den Vordergrund stellt und die Projekte, die einzelnen Projekte und Programme absichert. Und wir haben ganz spannende Vorträge in diesem Forum gehabt und haben wieder gemerkt, wie unendlich wichtig es ist, die verschiedenen Bereiche zusammenzubringen. Diejenigen, die aus der Praxis kommen, mit denjenigen, die aus der Wissenschaft kommen und ihre Erkenntnisse vortragen können und mit denjenigen, die aus der Politik kommen und das möglichst umsetzen sollen. Also, das war ein spannendes Forum und ein zweites spannendes Forum war natürlich die politische Bildung, weil wenn es um Demokratie und Demokratieförderung geht, dann ist politische Bildung an erster Stelle mitgefragt. Wir haben traditionell sehr gute Kontakte zur Bundeszentrale für politische Bildung, die ist seit Jahr und Tag Partner und aktive Organisation auf den Kongressen. Aber dieses Mal hat es ein wirklich ganz tolles Programm gegeben und ich hoffe, dass wir das fortsetzen können, weil es ist deutlich geworden, Prävention ist nur die Hälfte wert, wenn wir nicht über die politische Bildung immer auch in einem Rutsch gleich mitdenken. Naja, und das dritte Forum, das internationale Forum, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Die deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, mit der wir auch schon seit etlichen Jahren auch über verschiedene Projekte verbunden sind, wird nun ab nächstem Jahr ständiger Veranstaltungspartner des Kongresses sein. Und das ist eine ganz spannende Schnittmenge zwischen nationalen Entwicklungen, die man manchmal auch, wenn sie sehr hilfreich sind, übertragen kann in andere Länder und die die Gesellschaft dann mitnimmt in andere Staaten. Aber auch Dinge, die zurückkommen oder überhaupt aus anderen Staaten in unsere Praxis hineingetragen werden, weil, also beispielsweise haben wir hier spannende Vorträge aus
Erfahrungen in Südafrika und Lateinamerika gehört. Erfahrungen, die man sehr wohl hier nutzen kann. Es ist nicht so, dass wir immer die Weißen mit Löffeln gefuttert haben, sondern anderswo gibt es sehr interessante methodische Ansätze, die man hier nutzen kann. Naja, das ist eine schöne Entwicklung und wir freuen uns natürlich auch, dass wieder über 200 Kolleginnen und Kollegen aus dem internationalen Bereich zu Gast waren. Insgesamt aus fast 50 Staaten kamen sie. Das ist eine schöne Bestätigung dafür, dass Kriminalität an Grenzen nicht Halt macht und deshalb die Prävention auch nicht an Grenzen Halt machen sollte.